Oh, hallo, ihr seid ja schon da. Ja, ich habe gerade hier so ein bisschen geschmökert in dem Buch über Hybridantriebe. Total interessant. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und wie ihr hier an dem Bild hinter mir schon sehen könnt, starten wir heute mit dem Teil 1 einer kleinen Serie zum Thema Hybridantriebe, Weg oder Irrweg. Heute möchte ich euch einen Überblick geben. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran, denn nach dem Intro geht's los. Werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum wir von der Interessengemeinschaft Elektromobilität eine kleine Videoserie machen zum Thema Hybrid. Wollen wir jetzt wieder in die Zeit der Verbrenner zurück? Haben wir es aufgegeben mit der Elektromobilität? Nein, das ist natürlich überhaupt gar nicht der Fall. Im Gegenteil, wir engagieren uns ja schon seit über 10 Jahren für das Thema Elektromobilität. Aber wenn wir so in die Kommentare unserer Videos schauen, wenn wir auch so uns die Zuschriften angucken, die wir über E-Mail bekommen, dann erhalten wir dort eben auch immer wieder Zuschriften zum Thema, könnt ihr nicht mal was über Hybrid bringen, Elektrofahrzeuge, vorne, hinten, oben, unten. Und klar, berichten wir gerne mal was über Hybridfahrzeuge. Das ist nämlich wirklich ein spannendes Thema. Und lasst uns einfach mal einsteigen. Warum überhaupt Hybridantrieb? Warum wechseln wir nicht gleich vom Verbrennungsantrieb zum Beispiel rein elektrischen Antrieb, also komplett weg von fossilen Energieträgern? Ich habe hier mal eine Grafik rausgeholt aus dem Jahr 2006, rausfotografiert von einer Webseite. Und 2006 wurde hier schon völlig richtig angemerkt, dass der Verkehr in Deutschland noch zu weit über 90% von fossilen Energieträgern abhängig ist. Und dass das natürlich sehr stark das Thema Klimaveränderung mit sich bringt, denn ist völlig klar, mit jedem Verbrennen von jedem Liter Benzin und Diesel kommt eine Menge CO2 in die Atmosphäre. Elektrofahrzeuge, wurde damals gesagt, können diese Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringern. Wir wissen heute, 2019, absolut richtig, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir wissen aber auch heute, 2019, dass der Verkehrssektor immer noch überhaupt keinen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Die CO2-Emissionen im Sektor Verkehr sind überhaupt nicht gesunken, im Gegenteil, die steigen sogar leicht an. Und von daher muss hier ganz, ganz dringend was passieren. Jetzt ist es so, 2006 war man der Meinung, Elektrofahrzeuge sind mit ihrer geringen Reichweite und dem hohen Anschaffungspreis unattraktiv für viele Kunden. Naja, wir wissen auch, da hat sich in den letzten Jahren natürlich ganz, ganz viel verändert. Hybridfahrzeuge demgegenüber bieten allerdings im Moment noch eine gute Lösung, weil sie eben in der Reichweite Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, besser gesagt Fahrzeugen, die nur über einen Verbrennungsmotor verfügen, in nichts nachstehen und auch vom Anschaffungspreis her eine etwas andere Liga darstellen. Das sind die Aussagen von 2006. Und ja, da ist natürlich auch was dran, muss man ganz klar sagen. Ich habe euch hier mal so ein Beispiel rausgeholt. Und zwar zeige ich euch das mal hier zum Beispiel. Der Hyundai Ioniq Hybrid kostet hier von der Webseite mal runter fotografiert 25.800 Euro. Und wenn ich das mal direkt vergleiche mit dem Hyundai Ioniq Elektro, dann bin ich bei knapp 35.000 Euro. Also ich habe roundabout 10.000 Euro Unterschied zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge Holz. Und das bedeutet auch, dass das Elektrofahrzeug, auch wenn es dann nachher im Unterhalt sehr, sehr günstig ist, vielleicht schlicht und einfach für viele einfach im Moment nicht finanzierbar ist. Es kann aber auch sein, dass ihr zum Beispiel sagt, ich möchte mir ein Fahrzeug anschaffen und brauche so ein Familienkombi. Und so ein Familienkombi rein elektrisch, den gibt es eben so nicht. Aber hier zum Beispiel den Ford Mondeo, den gibt es eben neben Benzin und Diesel auch als Hybrid. Vielleicht gibt es auch das Fahrzeug, was ihr sucht, einfach noch nicht. Vielleicht gibt es von der Marke, der ihr euer Vertrauen schenkt, noch kein reines Elektrofahrzeug. Also es gibt eine ganze Menge Gründe, sich auch mal in dem Bereich der Hybridfahrzeuge umzuschauen. Denn letztlich geht es natürlich darum, die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich zu senken. Und da können Hybridfahrzeuge auch einen ganz erheblichen Beitrag leisten.
Die sind auch unheimlich beliebt. Hier habe ich mal eine aktuelle Pressemitteilung von Toyota und da seht ihr hier in Westeuropa, da liegt der Hybridanteil zum Beispiel schon bei 62%. Das ist heftig. Das beinhaltet auch, dass bestimmte Fahrzeuge inzwischen nur noch als Hybridfahrzeug erhältlich sind. Die gibt es gar nicht mehr als reine Benziner oder reine Diesel. Und dass je nach unterschiedlichem Fahrzeug auch die Zulassungszahlen der Hybridmodelle bei zum Teil 80 bis 90% betragen. Hier zum Beispiel der Lexus UX von, der liegt bei 90%. Ja, also fast alle, die einen solchen Wagen kaufen, entscheiden sich für die Hybridvariante. Und hier zum Beispiel der neue Toyota Camry, den gibt es auch nur noch als Hybridvariante. Wenn man an Hybridfahrzeuge denkt, dann denkt ihr vielleicht auch eher an den, nämlich den Toyota Prius. Hier mal ein Bild der ersten Version dieses Fahrzeuges. Gehe nochmal zurück. Aber das zum Beispiel von Suzuki, dieser kleine Stadtflitzer hier als Mini-SUV auch als Hybridversion angeboten wird, das wusstet ihr vielleicht noch nicht. Mir war es auch nicht so bekannt. Hybrid steckt nämlich heute schon in mehr Fahrzeugen, als man gemeinhin so denkt. Der Toyota Prius, so der Urvater der Hybridfahrzeuge, hier die Version 1, sicherlich kein Ausgeburt an Schönheit, hat aber schon alle Komponenten beinhaltet, die so ein Hybrid braucht. Das heißt also den Verbrennungsmotor, dann einen E-Antrieb aus einem oder zwei Elektromotoren, in dem Fall hier sind es zwei Elektromotoren, eine Hybridbatterie und die gesamte Steuerelektronik, die dafür nötig ist, war alles hier in diesem Prius 1 auch schon drin. Und wer vielleicht Interesse hat, ein bisschen weiter zu schmökern zum Thema Hybridantriebe, dem sei dieses Buch hier empfohlen. Hybrid, Zukunft, die schon heute fährt, ist von 2007 von Thomas Lang. Ist echt hochinteressant, sich da mal reinzugucken. Ich habe das durch Zufall mal auf dem Flohmarkt gefunden für 1 € und fand es wirklich interessant, mal zu lesen, wie viel Entwicklungsarbeit zum Beispiel Toyota in den Hybridantrieb gesteckt hat. Ja, Hybrid hat es schwer in Deutschland schon immer gehabt, denn die deutsche Autopresse hat eigentlich nichts Besseres zu tun gehabt, als gegen Hybride anzuschreiben, mit zum Teil wirklich abstrusen Argumenten. Ich habe euch hier mal so ein bisschen was rausgeholt. Also zum Beispiel das Argument, das wir ja auch heute bei den Elektrofahrzeugen hören, ja, was ist denn, wenn die Batterie kaputt ist und das dann so wahnsinnig viel kostet? Ja, wir wissen heute, dass die Hybridbatterien in den Hybriden 200, 300.000 Kilometer halten, genauso lange wie die Batterien in den reinen Elektrofahrzeugen. Muss man sich keine Sorgen machen, aber das ist so ein Argument, was damals rausgeholt wurde, was heute leider auch noch immer rausgeholt wird. Dann seien die wesentlich schwerer, gerade die Hybriden, wesentlich schwerer wurde damals gesagt. Das ist auch purer Unfug, so eine Hybridbatterie. Allein die Batterie zum Beispiel im Kona Hybrid, die wiegt keine 10 Kilo. Also da kann man nicht davon sagen, dass die besonders schwer sind. Dann wurde hier zum Beispiel immer wieder gesagt, die Hybriden, die haben so wenig Kofferraum, weil die Batterie da Platz wegnimmt. Wir wissen, dass das nicht stimmt, dass das Schwergewichte seien, dass sie mehr verbrauchen als ein Diesel auf der Autobahn und dass zum Beispiel der komplexe Aufbau die Autos wesentlich fehleranfälliger machen. Wir wissen auch heute, Hybridfahrzeuge sind nicht mehr oder weniger fehleranfällig als ein klassisches Fahrzeug. Die Technik hat sich sehr, sehr weiterentwickelt. Hier zum Beispiel steht auch, wenn du auf der Autobahn fährst, dann würde der Hybridantrieb keine Ersparnis bringen. Das stimmt nicht und das werde ich in den folgenden Videos auch zeigen. Und zum Beispiel, dass dieses Fahrzeug eigentlich nur für die Stadtgemeinde gedacht ist, für die Autobahn, da bringt es nichts und führt zu mehr Treibstoffverbrauch. Alles grober Unfug, muss man einfach mal so sagen. Klar ist natürlich, je nachdem, welches Hybridsystem im Auto steckt, bringt das mal mehr, mal weniger in der einen oder in der anderen Fahrsituation. Aber das hier so platt zu behaupten, das ist Unfug. Aber das war der Tenor der Autopresse, so vor allem in der Zeit 2007, 2008, weil man natürlich von deutscher Seite aus den Diesel gebracht hat, den TDI. Und da durfte natürlich der japanische oder der asiatische Hybridantrieb nichts gegen ankönnen. Also wurde der Hybridantrieb grundlegend schlecht geredet. Naja, es haben sich trotzdem inzwischen über 13 Millionen Leute für einen Hybridantrieb allein entschieden weltweit. Und das zeigt eigentlich schon, dass das eine Technik ist, mit der man vernünftig fahren kann.
Wesentlich leichter hatte es die Hybridtechnik in den USA, was natürlich damit zu begründen ist, dass die USA auf der einen Seite überhaupt kein Dieselland ist und wahrscheinlich auch niemals eins wird, auf der anderen Seite aber in den USA schon lange vor Deutschland sehr viel strengere Abgasnormen gültig waren, und zwar nicht nur was den CO2-Ausstoß, sondern was auch die Schadstoffbelastung in den Abgasen angeht. Und da konnten die Hybridfahrzeuge eben nun mal immer deutlich punkten gegenüber den Dieselfahrzeugen. Und deswegen gab es in den USA schon immer von verschiedensten Firmen deutlich mehr Hybridfahrzeuge und Modelle, als es in Deutschland der Fall war. Hier mal zum Beispiel ein aktueller Screenshot von der Toyota-Seite aus den USA. Da sind eine Menge Fahrzeuge, die wir jetzt in Deutschland auch haben. Hier den Corolla, Prius, ist klar, RAV4 und so weiter. Aber zum Beispiel den Highlander Hybrid, hier so ein SUV. Oder zum Beispiel den Avalon Hybrid, den gibt es in Deutschland bis heute nicht. Und in den USA kann man auch bei den anderen Firmen, bei Honda und bei Ford und wie sie alle heißen, trifft man ein deutlich breiteres Angebot an Hybridantrieben, als das in Deutschland der Fall war. Das schwappt jetzt auch nach Deutschland, nach Europa. Woran liegt es, ist ganz klar zu erklären, ganz einfach zu erklären, ist ganz klar. Es gibt CO2-Vorschriften, die die Hersteller einzuhalten haben. Und das sind sogenannte Flottenvergleichswerte, die eingehalten werden müssen. Und wir haben bis Ende dieses Jahres zum Beispiel einen Wert von 130 Gramm CO2 pro Kilometer, die die Flotte erfüllen muss. Und dieser Wert wird jetzt deutlich abgesenkt, Entschuldigung, abgesenkt, ab auf 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Im nächsten Jahr erstmal 95% der Flotte, ab 2021 muss es dann die gesamte Flotte einhalten. Und ihr könnt euch das mal angucken hier, ich habe es mal hier gelb hinterlegt. Wenn man also einen Diesel oder einen Benziner fährt, der nur 95 Gramm pro Kilometer CO2 emittiert, heißt es, dass der Diesel dann nur noch 3,6 Liter bzw. der Benziner nur noch 4,1 Liter emittieren darf. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum sind die Werte unterschiedlich, kurze Erklärung dazu: Ein Liter Diesel emittiert mehr CO2 als ein Liter Benzin. Deswegen darf der Benziner also etwas mehr verbrauchen und hat aber immer noch den gleichen CO2-Ausstoß wie ein Diesel. Das der Hintergrund dazu. Also die Erklärung, warum jetzt die Hybriden zu uns kommen, ist klar: Die Flotten CO2-Emissionen, die müssen runter, die müssen ganz drastisch runter. Das geht auch weiter nach 2021, 2030 ist dieser Wert dann nochmal um 37,5% reduziert. Das heißt, die Hersteller sind ganz stark gezwungen, ihre CO2-Werte runterzuprügeln. Und das schafft man natürlich nicht nur mit effizienten Dieselfahrzeugen, das schafft man nicht nur mit batterieelektrischen Fahrzeugen, Wasserstofffahrzeugen, sondern das schafft man in der Breite der Masse im Moment wahrscheinlich eher mit dem Hybridantrieb. Auch wenn es uns vielleicht nicht so richtig gut gefällt. Wir möchten, dass viel mehr reine Elektrofahrzeuge im Markt unterwegs sind. Aber man muss auch realistisch sein und einfach wissen: Batterieherstellung, all das lässt sich nicht so einfach aus dem Boden stampfen. Ja, da sind viele Versäumnisse gemacht worden, ist keine Frage. Wenn man jetzt einfach mal den Status quo nimmt, dann ist wahrscheinlich der Hybridantrieb für einen gewissen Zeitraum doch noch eine Antriebstechnik, mit der sich zumindest der Gesamtwert, der CO2-Wert in der gesamten Flotte relativ einfach und relativ schnell senken lässt. Diese Absenkung nochmal auf 37, um 37,5%, so 2030, da wird dann auch mit dem normalen Hybrid definitiv nichts mehr zu holen sein. Da wird man dann sehr, sehr stark auf Plug-in-Hybride gehen, also Hybride, die noch eine größere Batterie haben. Ich zeige das gleich, die man von außen aufladen kann, natürlich am besten mit Ökostrom und rein batterieelektrischen Fahrzeugen. Okay. Hier mal so eine grafische Übersicht. Dieser 95 Gramm Wert, der hinter dieser ganzen Hybridisierungswelle steckt, den habe ich hier mal nochmal herausgeholt, mal so zum Vergleich. Der ganz alter Wert, 160 Gramm war angestrebt. Dann, was jetzt gilt im Moment hier, um diesen Wert herum müssen sich die Fahrzeuge eines Herstellers gruppieren, 130 Gramm CO2 pro Kilometer. Es kommt auch noch dazu, diese Kurve hier bezieht sich auf das Fahrzeuggewicht, dass nämlich Hersteller, deswegen sind zum Beispiel Daimler und BMW hier oben, ja eher sehr schwere Fahrzeuge bauen. Das heißt, die haben so einen Bonus, die dürfen ein bisschen mehr CO2 emittieren. Hersteller, die eher leichte Fahrzeuge herstellen, wie zum Beispiel Fiat oder Renault, die müssen weniger, sogar noch weniger CO2 emittieren. Und jetzt, 2020, gilt jetzt dieser Wert hier. Das heißt, die Hersteller müssen sich jetzt hier um diesen Wert herum hier irgendwie einreihen, um ihre Flottengrenzwerte einzuhalten.
Und da könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Riesensprung hier, das könnt ihr hier sehen, ja. Der Sprung runter ist vor allem auch innerhalb von 6 Jahren zu schaffen, nicht mehr in 9 Jahren, wie es in der letzten Stufe war. Und ihr könnt euch selber hier vorstellen, hier muss also jetzt was passieren und zwar ganz, ganz schnell. Und ja, eine der Lösungen wird eben auch der Hybridantrieb sein. Gucken wir uns mal an, was es so für Hybridantriebsvarianten gibt. Ich habe mal 2 Folien dafür mir rausgesucht von Kfz Alternativ. Und zwar einmal, das ist so der parallele Hybrid, bei dem also im Prinzip Folgendes gemacht wird. Der klassische Antriebsstrang, der bleibt mehr oder weniger erhalten. Und dann kommt sozusagen parallel dazu ein zweiter Antriebsstrang dazu. Und der besteht, wie wir das von den batterieelektrischen Fahrzeugen kennen, aus der Batterie und dem, hier heißt es Elektromaschine, dem Elektroantrieb. Beides wirkt parallel auf das Getriebe. Das Fahrzeug kann also sowohl über den Verbrennungsmotor als auch über den über die Elektromaschine angetrieben werden. Und je nachdem, was wir hier für ein Getriebe haben, geht das nicht nur entweder so oder so, sondern es geht auch beides zusammen in unterschiedlichen Abstufungen, wenig Verbrennungsmotor, viel Elektro oder umgekehrt. Das lässt sich dann je nach Getriebe realisieren. Und wichtig ist auch der Punkt hier, nämlich je nachdem, wie groß die Batterie ist, habe ich hier eine große Batterie, da kann ich die auch von außen aufladen, habe ich einen Plug-in-Hybriden, dann kommt also von, zeige ich euch gleich, dann kommt hier noch praktisch ein Stecker sozusagen rein. In den Hybriden, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, geht es eigentlich um Hybride, die eine relativ kleine Hybridbatterie haben. Sie liegt so im Bereich bei ungefähr 1,5 Kilowattstunden Kapazität und die wird nicht von außen aufgeladen, sondern die lädt sich über verschiedene andere Techniken auf, Bremsenergierückgewinnung oder Lastpunktverschiebung, um die Batterie zu laden und damit den Verbrennungsmotor zu entlasten. Die zweite große Schiene bei den Hybridantrieben ist der serielle Hybrid und den Begriff seriell, den könnt ihr hier sehr schön dargestellt sehen. Seriell heißt ja in Reihe und hier könnt ihr jetzt sehr schön sehen, dass der Verbrennungsmotor jetzt hinter den Elektromotor angeordnet wurde und keine direkte Verbindung mehr hat zum Getriebe. Das heißt, der Verbrennungsmotor dient nur noch dazu, hier Strom zu erzeugen, um den Elektromotor anzutreiben bzw. die Batterie zu laden und dann das Fahrzeug anzutreiben. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, was ist das für ein Quatsch? Ich habe in der Schule gelernt, Energieumwandlung kostet immer Wirkungsgrad. Hier wird ja die Energie jetzt sogar mehrfach gewandelt. Was ist der Sinn dahinter? Naja, der Sinn dahinter, der steckt eigentlich hier. Hier steckt das Sparpotenzial, nämlich der klassische Verbrennungsmotor hat ein sogenanntes Kennfeld. Das ist also ein Bereich zwischen Last und Drehzahl. Und nur in einem sehr engen Bereich dieses Kennfeldes hat ein Verbrennungsmotor seinen besten Wirkungsgrad. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Tempo 30 weder Sprit noch Schadstoffe einspart, weil in den meisten Fällen bei Tempo 30 der Verbrennungsmotor in einem sehr ungünstigen Bereich des Kennfeldes arbeitet. Also relativ gesehen mehr Treibstoff verbraucht, als man sozusagen an Geschwindigkeit raushaben will. Und wenn man jetzt hier es schafft, den Verbrennungsmotor immer in einem engen Bereich um den optimalen Wirkungsgradpunkt herum arbeiten zu lassen, und das ist genau der Sinn der Sache, dann kann man sozusagen aus möglichst wenig Treibstoff möglichst viel Energie rausholen. Und auch wenn man weiß, in welchem Bereich der Motor arbeitet, kann man auch die Abgasreinigung und die innermotorischen Maßnahmen optimieren, damit der Wagen auch möglichst wenig Schadstoffe emittiert. Das ist also der Sinn, das so anzuordnen. Das ist auch nichts Neues, das macht man schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahrzehnten, zum Beispiel bei dieselelektrischen Lokomotiven, die so arbeiten, oder bei dieselelektrischen Schiffsantrieben. Wir kennen diese Anordnung hier, seriellen Hybrid, zum Beispiel auch aus dem alten Opel Ampera, der so funktioniert hat. Ich weiß, der alte Ampera konnte auch noch den Verbrennungsmotor bei geringem Batteriestand direkt an das Getriebe koppeln, aber mehr oder weniger war das sozusagen in 98% des Betriebes der Fall, dass der Verbrennungsmotor, wenn die Batterie leer ist, Strom liefert, um den Wagen anzutreiben. Dann haben wir zum Beispiel den BMW i3, die Rex-Variante, bei denen der eingebaute Motor hinten auch nur Strom lieferte und den Wagen nicht antrieb. Und wir kennen das zum Beispiel auch in Japan aus dem Nissan Note e-Power, der auch so funktioniert. Der hat nämlich hier das drin, was der Leaf drin hat. Und dann kommt noch dieser Verbrennungsgenerator dazu. Und der läuft so mit 2,5 Liter pro 100 Kilometer. Also durchaus eine Alternative. Von Honda gibt es jetzt auch ein Modell. Oh, ich muss lügen. CHR oder CRV oder irgendwie so in dem Dreh heißt der, so ein SUV, der auch so funktioniert. Also der Verbrennungsmotor treibt nicht mehr die Räder an, sondern ist sozusagen nur noch der Stromgenerator.
Das ist sozusagen der Idee vom seriellen Hybridantrieb. Jetzt kann man, je nachdem, Entschuldigung, je nachdem, was man für ein Getriebe hier vorne einbaut und wie man das Ganze kombiniert, auch seriellen Hybridantrieb und parallelen Hybridantrieb auch miteinander mischen. Das wird zum Beispiel bei Fahrzeugen mit Planetengetriebe ist das möglich. Dort gibt es eigentlich, kann man gar nicht sagen, ob das ein paralleler oder ein serieller Hybridantrieb ist. Das ist irgendwie so alles zusammen. Hängt eben sehr stark vom Getriebe ab, wie man das kombiniert miteinander. Und solche Fahrzeuge, die können dann eben sowohl rein verbrennungsmotorisch fahren, rein elektrisch fahren, in verschiedensten Mischformen fahren. Und man kann auch beobachten, dass zum Beispiel der Verbrennungsmotor dann nur mal den Strom für den Elektromotor liefert. Das sind dann so eine Mischform, die dann dadurch möglich werden. Ja, dann habe ich hier mal eine Grafik aufgerufen, dass ihr mal so die Unterschiede seht, jetzt nicht in der Bauweise, sondern in der, sagen wir mal, im Hybridisierungsgrad. Also wie viel Hybrid steckt im Hybrid denn eigentlich drin? Und das ist eigentlich ganz spannend hier. Das geht also los bei diesen sogenannten Mikrohybridsystemen, wie wir sie vom Smart kennen. Hier läuft das Hybridsystem mehr oder weniger auf 12-Volt-Basis und ist im Prinzip nicht viel mehr als ein besseres Start-Stopp-System. Und kann auch noch ein bisschen vielleicht auch die Bordelektronik versorgen. Mehr ist es eigentlich nicht. Dann gibt es sozusagen die Mild-Hybrid-Variante oder Mild-Hybrid-Varianten. Das seht ihr hier, läuft schon auf einem höheren Spannungsniveau. Wir sind jetzt hier also bei ungefähr 42 bzw. jetzt bei 48 Volt-Systemen. Und diese Fahrzeuge, die können jetzt also auch schon ein bisschen mehr. Die können echtes regeneratives Bremsen. Die können den Motor unterstützen in Boost-Situationen. Und in dem Fall stimmt jetzt oder ist diese Grafik jetzt hier nicht ganz richtig, nämlich dieser Block hier, den Motor zu unterstützen, der rutscht jetzt auch schon, der ist auch bei den Mild-Hybriden möglich. Zum Beispiel der, zeige ich euch auch gleich, der alte Honda, wie hieß er, Honda Insight, der konnte das. Allerdings können dann diese Systeme nicht rein elektrisch fahren, denn hierfür sind einfach höhere Systemspannungen nötig, weil sonst die Ströme zu stark werden. Und hier so ein Vollhybridsystem, wie wir es zum Beispiel vom Ford Mondeo kennen, vom Toyota Prius oder von den anderen Toyota-Hybridmodellen, vom Hyundai Ioniq Hybrid oder Kona Hybrid, die sozusagen arbeiten auf einer deutlich höheren Spannungsebene. Die kann schon fast so hoch sein wie bei den Elektrofahrzeugen. Und die haben natürlich jetzt nicht nur diese Start-Stopp-Variante, den Boosten, das regenerative Bremsen, die Motorunterstützung beim Fahren, sondern die können auch dann schon ganz alleine elektrisch sich einige Kilometer fortbewegen. Also dann das, diese Übersicht über die verschiedenen Hybridsysteme. Und das sind die Plug-in-Hybriden und die sind ja gerade so, sage ich mal, in der Elektroauto-Szene ein bisschen, werden immer häufig so als Schummel-Elektroautos irgendwie bezeichnet. Die wollen auch gar kein Elektroauto sein. Wahrscheinlich stören sich viele einfach nur an dem E-Kennzeichen. Das ist im Prinzip nichts weiter als ein Vollhybrid, wie wir ihn eben hier auf der Grafik gesehen haben. Ganz links hier, also es ist ein Vollhybrid. Der allerdings hier, könnt ihr das sehen, um eine deutlich größere Batterie ergänzt wurde. Und diese Batterie, die dann Kapazitäten hat, die also schon deutlich über 10 Kilowattstunden liegen können, die können nicht nur von außen aufgeladen werden an der Wallbox oder an der Steckdose, sondern die können dann natürlich auch das Fahrzeug komplett alleine über eine deutlich weitere Strecke antreiben. Das ist die Idee vom Plug-in-Hybriden. Hier mal so ein Beispiel für so einen Plug-in-Hybriden, das ist der Toyota Prius Variante 3 als Plug-in-Hybrid. Toyota hat dieses Fahrzeug eigentlich überhaupt gar nicht bauen wollen, aber ja, Kundennachfrage haben sie es dann doch gemacht. Sie haben also den normalen Prius Hybrid genommen, haben eine zusätzliche Batterie integriert und haben das ganze Ding von außen aufladbar gemacht. Und ja, das Fahrzeug funktioniert super gut, aber die rein elektrische Reichweite liegt bei unter 20 Kilometern. Und es hat nicht sehr viele Käufer gefunden. Der Aufpreis mit 6.000 Euro damals war auch relativ heftig. Auf die Spitze getrieben hat die Plug-in-Hybrid-Technik im Moment, soweit ich weiß, Daimler. Daimler hat hier zum Beispiel den GLE 350 DE auf den Markt jetzt frisch gebracht, beziehungsweise der kommt jetzt frisch auf den Markt. Das ist also ein Diesel-Plug-in-Hybrid. Und der kann jetzt also auch schon, das seht ihr hier, der kann DC aufgeladen werden. Denn der hat nämlich jetzt einen Akku von 35 Kilowattstunden. Und 35 Kilowattstunden, das ist schon eine Hausnummer. Das ist nämlich das Doppelte vom alten Mitsubishi IMEV.
Oder entspricht schon fast der Batterie vom Leaf. Den gab es ja mal, den alten, den Leaf 1 mit einer 33 oder mit einer 30 Kilowattstunden Batterie. Und den Leaf 2, der fing ja oder fängt ja an bei einer 40 Kilowattstunden Batterie. 35 Kilowattstunden groß ist auch die Batterie im Xeon von Sono Motors. Das heißt, das ist also schon eine Plug-in-Hybrid-Batterie, mit der man dann also schon so um die 80 bis 100 Kilometer und weiter vielleicht sogar fahren kann, je nachdem, wie man eben mit dem Fahrzeug umgeht. Und sie kann auch DC aufgeladen werden. Und ehrlich gesagt, ich bin sehr gespannt darauf, was sich so für Gespräche ergeben, wenn sich so ein Fahrer, so eine Fahrerin von so einem 300, GLE 350DE an einer Schnellladestation mit einem reinem Elektroauto trifft und die beiden mal so ein bisschen ins Gespräch kommen. Das ist bestimmt eine ganz interessante Diskussion, die sich dann daraus ergibt oder ergeben kann. Hier nochmal die drei Hauptvarianten: Mikrohybrid, Mild und Vollhybrid. Hier seht ihr mal so eine Grafik, die ich auch ganz schön finde, die elektrischen Leistungen des Antriebsstrangs. Da seht ihr beim Mikrohybrid 5 kW, wie gesagt, das ist eigentlich eher nur ein Anlasser. Mild Hybrid geht schon bis 20 kW, Vollhybrid bis 200 kW. Und die Systemspannungen und die Kraftstoffersparnis, die sicherlich das Interessanteste ist, warum man sich so ein Hybrid kauft und warum es überhaupt eingeführt wird. Also mit den Mikrohybriden soll man so um die 3 bis 8% Kraftstoff einsparen können. Die Erfahrung zeigt, dass es eher Richtung 3% geht. Bei den Mild-Hybriden 10 bis 20%. Hier zeigen auch so die Praxiserfahrungen, das liegt eher so bei 10 bis maximal 15%. Bitte erinnert euch daran, Mild-Hybrid war also bis zur Motorunterstützung noch nicht rein elektrisches Fahren. Und die Vollhybriden können im allerbesten Fall, naja, 30% finde ich ein bisschen übertrieben. Meine Erfahrung ist eher so bis 25% Kraftstoffersparnis bringen. Immer im Vergleich zum gleichen Fahrzeug ohne Hybridantrieb. Das ist ganz wichtig. Wer natürlich von irgendeinem alten Spritschlucker, der 8 Liter Benzin verbraucht hat, auf so einen Hybriden umsteigt, dann bedeutet das natürlich für den Nutzer eine deutlich größere Kraftstoffersparnung als nur 25%. Ist immer, wie gesagt, im Vergleich zum Fahrzeug ohne Hybridantrieb. Und jetzt könnt ihr also auch schon erahnen, dass man, also wenn man die CO2-Emissionen von so rund 120, 125 Gramm pro Kilometer runterbringen will auf unter 100 Gramm, dann muss man also um die 20 bis 25% Kraftstoff einsparen. Und da seht ihr, das heißt, wir werden also in Zukunft hier in diesem Bereich sehr viele Fahrzeuge sehen und weniger in diesem Bereich, weil das bringt einfach zu wenig. Und hier bringt man die CO2-Emissionen pro Fahrzeug deutlich besser runter. Die Anschaffungskosten sind auch nochmal spannend. Beim Mikrohybridsystem fallen sie fast gar nicht ins Gewicht. Da ist ja auch fast nichts drin, was da irgendwie Hybrid ausmacht. Vielleicht eine etwas größere Batterie, ein etwas stärkerer Startergenerator. Das war es aber dann auch schon. Mild-Hybrid, da liegt soll der Mehrpreis so bei ungefähr 8 bis 10% liegen. Ja, das ist wahrscheinlich in der Oberklasse kaum noch spürbar. Und beim Vollhybriden, naja, da hat man schon, hier geht man von 25% Mehrkosten aus, kann ich ehrlich gesagt so auch nicht hundertprozentig sagen. Aber das erscheint mir ein bisschen viel, dass so ein Fahrzeug mit einer 1,5 kWh Nickel-Metallhydrid- oder Lithium-Ionen-Batterie und einem Elektromotor gleich 25% mehr kosten soll. Also diese Zahl, die wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Aber ihr seht natürlich, es ist klar, je mehr ich sparen will, desto mehr Technik muss ich einsetzen, auch wenn die Zahlen jetzt nicht so ganz stimmen werden. Die nächste Folie zeigt euch nochmal hier den Smart, der jetzt ausläuft als Verbrenner. Den bekommt ihr zum Glück nur noch als reines Elektrofahrzeug. Aber falls ihr euch einen gebrauchten Smart kauft und dann lest ihr vielleicht in den Anzeigen, oh, der taucht unter Hybrid auf. Klasse, ich habe einen Smart Hybrid, bitte denkt daran. Der Smart ist nur ein MHD, steht hinten drauf, Micro Hybrid Drive. Das ist wirklich nur ein Mikrohybrid. Also der kann nicht elektrisch fahren, den kann man nicht laden von außen. Das ist eigentlich ein Witz, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, also das kann man im Prinzip komplett vergessen. Der kann nicht mal Bremsenergie irgendwie wieder zum Anfahren verwenden. Also das ist lächerlich. Also bringt eigentlich gar nichts, dieses System. So gut wie gar nichts. Ist nicht spürbar. Geht im Rauschen unter. Das nochmal ein Beispiel für ein Mild-Hybrid, das ist der alte Honda Insight.
Also der konnte nicht rein elektrisch fahren, der Motor hat ihn unterstützt. Den gibt es auch noch gebraucht. Ich hatte schon mal in einem Video auch darauf hingewiesen, wer ein sparsames, halbwegs vernünftiges Familienauto sich gebraucht kaufen möchte und ein Hybrid haben will, kann ja mal nach dem oder nach dem Prius 2 gucken. Die liegen beide schon deutlich unter 5 Liter, wenn man mit denen einigermaßen vernünftig fährt. Ja, und das ist jetzt hier das Beispiel von Toyota, der neue Prius 4. Den man im Stadtverkehr also auch schon nahe 3 Liter fahren kann. Ja, ein Vollhybridsystem mit 3 Liter. Von den deutschen Zulieferern hat man jetzt in den letzten Jahren immer wieder mal was davon gehört, von der 48 Volt Elektrifizierung, und tatsächlich Continental und auch andere bringen also jetzt 48 Volt Mild-Hybrid-Systeme verstärkt in den Markt. 48 Volt hat natürlich den Vorteil, dass eine Werkstatt keinen Hochvoltschein machen muss, sondern 48 Volt kann noch ganz normal mitgearbeitet werden. Natürlich ist klar, eine Werkstatt, die sich nicht wirklich in der nächsten Zeit um Hochvolt-Arbeitstechniken kümmert, die wird irgendwann mal nichts mehr zu tun haben. Aber für die Werkstätten ist es jetzt im Moment kein Problem, solche Fahrzeuge zu warten. Das heißt, es gibt in diesen Fahrzeugen nicht die vom Elektrofahrzeug bekannten orangefarbenen Kabel und Kabelkanäle. Das sind eben keine Hochvoltsysteme. Und interessant ist auch, dass diese 48-Volt-Systeme jetzt immer mehr in die Fahrzeuge eingebaut werden, teilweise sogar zwangsläufig. Hier mal ein Beispiel von Audi, die nämlich zum Beispiel hier in verschiedene Modelle, hier ist es der Audi S4 oder auch in den A7 oder in den A8, diese 48-Volt-Systeme einbauen. Und das gibt es gar nicht mehr ohne dieses 48-Volt-System. Und es ist wieder klar, warum. Die müssen mit ihren CO2-Emissionen runter, denn ansonsten müssen sie für jedes Gramm, das sie überschreiten, kräftig Strafe bezahlen. Das unterstützt also so ein bisschen zumindest meine Meinung, dass wir also in den nächsten Jahren eine ganz, ganz starke Elektrifizierung mit Hilfe von Mild- und auch Vollhybridsystemen sehen werden. Die CO2-Emissionen müssen einfach nach unten gebracht werden. Ja, ist der Hybridantrieb nun Weg oder Irrweg? Das soll es erstmal gewesen sein für den ersten Teil. Man muss sich selber eine Meinung dazu bilden. Ich möchte euch nicht zu irgendeiner Antriebsart jetzt irgendwie raten oder abraten, sondern wichtig war für mich, dass ich euch hoffentlich ein bisschen informieren konnte, was hinter dem Begriff Hybrid steckt. Und ich hoffe, das ist mir auch so ein kleines bisschen gelungen. Ich würde mich also freuen. Gebt mir ruhig einen Daumen nach oben, wenn es gut war. Gebt mir einen Daumen nach unten, wenn ihr sagt, das war nichts, wir haben nichts verstanden. Mach's nochmal, Julian. Es geht dann demnächst weiter mit dem zweiten Teil, wo ich euch ein bisschen im Detail zeigen möchte, wie so ein Vollhybrid funktioniert. Da muss ich noch ein bisschen was technisch vorbereiten, aber das wird eine sehr spannende Geschichte werden. Und im dritten Teil dieser Serie werdet ihr einen ganz spannenden Vergleichstest sehen zwischen zwei Hybridfahrzeugen, einem älteren und einem ganz neuen. Und da könnt ihr wirklich extrem drauf gespannt sein. Und wenn ihr so gespannt darauf seid, dass ihr es auf gar keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert nicht nur den Kanal, sondern dann drückt jetzt mal auf die Alarmglocke. Dann kriegt ihr nämlich eine Push-Nachricht auf euer Smartphone, auf euer Tablet oder auch eine Nachricht auf euren PC, wenn diese ganzen neuen Videos dann rauskommen. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Julian sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.